Aloha, willkommen zu einem neuen Video mit der Alten hier wieder. Sieht man dich? Ich bin's wieder. Ebens die an. Ich habe mich dazu entschieden, heute nochmal einen Vlog für euch zu drehen, obwohl heute schon Freitag ist. Das heißt, ich muss den heute auch schon schneiden und online stellen. Aber ich habe ein fettes Paket bekommen von H&M gestern Abend, Leute. Das ist, glaube ich, das größte Paket meines Lebens. Das ist so groß, als würde ein Möbelstück hier ankommen. Aber ich hatte ein paar coole Sachen bei H&M bestellt, die ich euch gerne zeigen möchte. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt, weil ich habe ultra Hunger. Didi, was hast du gegessen heute Morgen? Nutella-Brot. Seit 29 Jahren. Seit wann kannst du essen? Sagen wir mal, mit 2 hast du angefangen so zu essen. Aber ich hatte heute kein Weißtoast, sondern Eiweißbrot mit Nutella. Eiweißbrot mit Nutella ist so Verschwendung. Nee, und es war voll scheiße, weil wenn du das toastest, dann wird es nicht richtig kross. Es bleibt trotzdem einfach so Eiweißig. gesund. Es bleibt einfach gesund. Jo, dann machen wir mal Porridge noch. Ich muss schon sagen, echt, also ich bin richtig dankbar für diese Wohnung und für wie ich lebe und alles, aber die geht mir manchmal so auf den Sack, ne? Diese Küche, echt, ich habe euch ja schon 100 Mal gesagt, wie gerne ich das Mac-Gerät mag, nicht? Die sind wahrscheinlich auch schon alt. Also der Besitzer hat hier selber, oder der Eigentümer hat hier selber viele Jahre gelebt und hat wahrscheinlich die Küchengeräte damals schon gekauft. Aber mittlerweile gehen sie mir einfach nur so auf die Nerven. Die ganzen Gläser, die drehen sich in der Spülmaschine selbstständig um. Ich mache die Spülmaschine auf. Alles liegt, ist voller Wasser hier. Ne? Meine Hose ist nass, meine Schuhe sind nass. Dann gehst du unter die Dusche. Dauert es 10 Minuten, bis das Wasser warm ist. Also ich habe jetzt schon ewig kein warmes Wasser. Also wirklich, es dauert Ewigkeiten, bis mal warmes Wasser rauskommt, dann ist man schon fertig mit dem Duschen. Und ich habe mich echt nicht beschwert und war echt leise und so und komm. Aber irgendwann hat man so die Nerven blank einfach, ne? Naja, ich zeige euch mal, was ich mir jetzt zum Frühstück gemacht habe, weil ich habe mich doch gegen Porridge entschieden. Ich hatte einfach dann doch Lust auf einen Toast und deswegen gibt es jetzt einen Toast mit 2 gekochten Eiern, ein bisschen Tomate und ein Latte Macchiato. Das esse ich jetzt und danach wird die Arbeitsplatte sauber gemacht. Hier sieht es gerade so aus. Es ist so schön warm, bin ich im Fokus, ich sehe nichts wegen der Sonne. Zumindest hört ihr mich. Es ist so schön warm. Ich glaube, es bleibt jetzt auch noch so bis Montag. Montag soll es ein bisschen regnen und dann geht es Dienstag wieder weiter mit wieder steigenden Temperaturen. Ich habe mir gerade einen Café Fredo geholt. Ich bin ja in Griechenland, ich liebe ja Griechenland. Ne? Ich war auf Rhodos, auf Kreta, auf Mykonos. Ich glaube, das war's. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war wunderschön. Die Menschen waren immer so nett. Das Essen war so lecker. Alles ist perfekt auf Griechenland. Wirklich, man wird so schön braun und bleibt so lange braun. Trinke ich am liebsten hier Café Fredo oder Cappuccino Fredo. Habe ich mal getrunken. So lecker. Ah, ich wollte euch noch sagen, wir packen noch das Paket zusammen aus. Das H&M-Paket. Und 2 weitere Pakete, die ich auch noch bekommen habe. Das machen wir auf jeden Fall auch noch gleich. Und vielleicht noch einen Apfelkuchen. Übrigens, ich mache ja 16:8 Fasten. Also ich esse 8 Stunden lang und esse 16 Stunden lang nichts. Meistens zwischen 12 und 8 Uhr habe ich mir jetzt so angeeignet. Ich war die letzten Tage war ich sehr schlampig mit dem Essen. Aber ja, Sport wollte ich heute auch noch machen. Der Akku geht leer. Oh no. So, ich bin schweren Herzens in die Küche gegangen. Ich wäre so gerne noch auf der Terrasse sitzen geblieben. Aber ich muss dieses Video fertig kriegen. Ich wollte noch dieses Orangen-Zitronen-Dings mit euch machen, wovon ich vorhin geredet habe. Ganz viele haben das schon in ihrer Story repostet und alles. Kurz noch eine Anmerkung. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Aber mein Papa hat gestern noch angerufen und Bescheid gesagt. Ihr dürft kein heißes Wasser darauf kippen, weil sonst macht ihr das Vitamin C kaputt. Ihr kocht das Wasser auf, lässt es einfach, bis es so ein bisschen so wie trinkbar ist, ne? Wie wenn man es halt trinken kann zu einem Tee, dass es nicht einen verbrennt und noch so sprudelt und kocht. Weil dann gehen auch die Vitamine euch nicht verloren. Ansonsten, so schmeckt es natürlich auch. Aber es ist halt am allerbesten, ne, wenn ihr einfach das Wasser nicht so heiß da drauf kippt. Ihr könnt es auch kalt trinken. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich gestern noch die ganzen Orangen und Zitronen, nachdem ich den Tee getrunken habe, aufgegessen habe. Es war sehr lecker, manchmal mit Schale, manchmal ohne, je nachdem, wie ich das gepackt habe. Und jetzt machen wir diesen Drink, beziehungsweise diese
diesen Tee praktisch. Ich habe hier ein Einmachglas. Ich verlinke euch gerne Einmachgläser in der Infobox. Die sind ganz okay. Die sind hier von Wayfair heißt das. Aber ich finde, die sind nicht so ganz so gut verarbeitet. Seht ihr? Das hat so eine Naht hier vorne. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. So mit der Kamera sieht das ganz gut aus. Aber das Glas an sich ist nicht so schön verarbeitet. Also man sieht die Nähte vom Glas und weiß nicht, wenn ihr das so frei stehen habt, dann sehen gut verarbeitete Gläser einfach, also es sieht einfach hochwertiger aus. Und ich glaube, ich habe die für 30 Euro gekauft. Das waren, glaube ich, 6 Gläser oder sowas für 30 Euro. Und ich habe euch bei Amazon Bestseller verlinkt, die von der Qualität her ganz anders sind. Also die gehen hier auch, wenn man die zumacht, also die gehen schon zu. So, also es geht nicht ganz zu. Wenn man so drankommt, dann gehen die wieder von alleine auf. Das ist ein bisschen doof. Deswegen sage ich euch das. Auf jeden Fall fangen wir mal an. Wir nehmen als allererstes mal Zitronen. Ich habe hier Bio-Zitronen und würde ich euch auch raten, Bio-Zitronen zu kaufen, weil ihr isst die Schale am Ende mit und deswegen sollte das auf jeden Fall schon Bio sein. Und dann brauchen wir auch noch Orangen. Ich habe hier Orangen und ich habe auch noch da hinten Orangen. Und wir brauchen Kurkuma und Ingwer und Honig. Das sind einmal die Zitronen und Orangen. Auch versucht so dünn zu schneiden wie möglich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Orange dazugeben soll oder warten, aber... Ach Quatsch, fertig. Aber ich glaube, ich mache noch eine rein oder eine halbe. So, ich habe hier jetzt noch Ingwer. Ich tue den in die Knoblauchpresse, weil ich möchte, dass der so richtig gepresst und aromatisch hier ankommt. Ich hole dann auch, was hier so hängen bleibt, auch wieder raus und tue das dann auch hier rein, weil geschält ist er ja. Und da könnt ihr auch so viel reintun, wie ihr mögt. Also man schmeckt den Ingwer kaum im Anschluss. So sieht der Ingwer aus. Es kam auch richtig, dieser Saft vom Ingwer kam auch richtig da raus. Und das hat mir sehr gefallen. Ich glaube, ich würde das sehr empfehlen, mit dieser Knoblauchpresse einfach zu machen. Und ich habe auch, wie gesagt, hier alles dann rausgeholt. Und jetzt machen wir noch ein anderthalb Teelöffel ungefähr Kurkuma rein. So. Jetzt kommt noch Honig rein. Ich habe hier so ein... So einen ganz normalen Honig, Bio-Honig, leicht dosierbar, flüssig. Ich glaube, bei Aldi oder so habe ich den gekauft. Und jetzt könnt ihr das mit Honig süßen. Ich mache das einfach so, ich mache so 2 Runden ungefähr. 2,5 Runden habe ich jetzt gemacht. Und das Ganze vermischen wir einmal. Ich ziehe mal meine Ringe dafür aus. Wenn ihr wollt, zieht Handschuhe an, weil das Kurkuma färbt richtig ab. Aber ich werde jetzt sowieso bald morgen oder später meine Nägel machen, deswegen... Jetzt egal. Matscht da auch nicht so sehr drin rum, weil das fällt, weil das so dünn geschnitten ist, fällt das direkt zusammen. Deswegen ganz vorsichtig nur ineinander so vermischen. So, kommt alles in dieses Glas rein. Ich putze das extra erstmal mit einem Zewa ab, weil ich möchte nicht, dass mein Tuch verfärbt. Das sind diese Veleda-Tücher, die verlinke ich auch in der Infobox. Die sind so geil, Leute. Ihr habt einfach keine Streifen, nirgendwo, auch nicht auf Edelstahl. Könnt damit sogar Fliesen putzen und ich wasche die auch immer in der Waschmaschine. Und meine Mama hat mir sogar noch einen geileren Trick gezeigt. So, hab den Fernseher ein bisschen leiser gemacht. Meine Mama hat mir noch einen richtig coolen Trick gezeigt. Sie legt das Ganze einfach in die Mikrowelle bei 800 Watt für 30 Sekunden und sie meinte, die Tücher riechen danach wieder so sauber. Und die wasche ich immer wieder und benutze die im ganzen Haushalt, im Badezimmer, in der Küche, überall. Und immer so nach so ein paar Tagen wechsle ich die und schmeiße die einfach in die Waschmaschine. Und ab seit neuestem auch in die Mikrowelle. Tada! Ab so 40 Minuten kann man das dann trinken. Also ab in 40 Minuten ungefähr. Dann ist das Ganze so ein bisschen gezogen. Bitte kühl lagern, bitte nicht in die Sonne stellen. Am besten, wenn ihr Platz habt, in den Kühlschrank stellen. Aber hier bei mir in der Küche ist es relativ kühl. Ich habe hier auch keine direkte Sonneneinstrahlung, sondern das Ganze passiert hier oben. Ich kann das perfekt auf jeden Fall stehen. Ich freue mich voll, das später zu trinken. So, wir gehen jetzt einmal runter und beziehen das Bett neu. Weil es reicht. Ich glaube, ich habe die Bettwäsche jetzt 2 Wochen drauf. Und ich bin so einer, die eigentlich jedes Wochenende das Bett neu bezieht. Und das werde ich jetzt einmal machen. Übrigens, ich habe hier auch noch ein orthopädisches Kissen. Allerdings, es ist so, dass ihr das praktisch selber, ich zeige euch das gleich ohne Bezug, aber ihr könnt selbst bestimmen, welche Mengen ihr da drin haben wollt. Da ist so eine natürliche Wolle drin. Ich weiß jetzt gar nicht, was das genau für ein Stoff, also ich verlinke euch das Kissen in die Infobox, weil das war irgendwas auch für Allergiker und so, damit
und kein, jetzt kein Daunen oder sowas, sondern wirklich irgendwas Natürliches. Genau, und das ist wie so eine Nackenrolle hier integriert und das ist das Kissen. Und das kann man halt alles selber einstellen, wie weich man das haben darf. Und ja, das werde ich heute einstellen, weil die letzten Tage war mir das ein bisschen zu hart. Ich hatte irgendwann Nackenschmerzen, aber ansonsten ist es ein richtig gutes Kissen. Also ich werde das jetzt noch ein paar Wochen erstmal testen, eine Woche oder so. Oder ich meine, beim Schlaf reicht es auch, wenn ich das 3 Tage teste und euch Bescheid sage. Und ja, dann, ich werde auch später die dazugehörigen, wie heißt das, Kissenhüllen bestellen. Weil ihr seht ja, das ist zu klein und das Kissen muss in der richtigen, in dem richtigen Kissenbezug liegen, weil es quetscht ja praktisch das hier ein und es kann sein, dass die, dass das deswegen so hart mir rüberkommt. Das werde ich nachher auch noch machen, damit ja auf jeden Fall das Kissen richtig in seiner Kissenhülle liegt, in seinem Kissenbezug. Was für eine Hülle! Ich weiß jetzt nicht, wie ich das einhändig machen soll, aber ich versuche es euch mal zu zeigen. Ihr könnt das Ganze hier umklappen und dann so hier, so. Und dann habt ihr hier praktisch Reißverschlüsse und dann könnt ihr das Material rausnehmen und das an euch einfach anpassen. Ne? Also wenn man das hier so aufmacht und da werde ich jetzt, also ich habe schon ein bisschen was rausgenommen, aber ich nehme auf jeden Fall noch mehr raus, weil es noch ein bisschen zu hart ist für mich, auch hier oben. So. Das alles habe ich rausgenommen. Es kommt sogar noch mit Material extra. Also ihr könnt sogar härter machen, wenn ihr wollt. Und ja, also das Kissen ist relativ teuer. Es ist halt ein orthopädisches Kissen. Aber wenn ihr die ganzen Beiträge darunter liest, es hat sehr, sehr gute Bewertungen. Und auch mir hat es sehr gut gefallen. Und ich hoffe, darauf kann ich ein paar, viele Jahre schlafen. Und so schön aufwachen ohne Kopfschmerzen und so weiter. Lass uns mal die Haare zusammen machen. Ich werde mich jetzt noch nicht umziehen, weil ich habe hier oben das H&M-Paket und ich wollte euch die ganzen Sachen noch getragen, zeigen, wie die aussehen. Ich finde es immer ein bisschen komisch oder es ist leichter für mich, es nicht zu tragen, weil es super aufwendig ist, alles dauernd anzuziehen, auszuziehen, die Kamera umzustellen und so weiter. Aber als Zuschauer, muss ich wirklich sagen, mag ich das sehr gerne, wenn man es getragen zeigt, weil weiß man einfach, wie es getragen aussieht und ob es einem vielleicht auch selbst stehen würde und sowas. Deswegen mache ich jetzt einfach nur kurz einmal meine Haare und dann werde ich hochgehen und mit euch den Vlog machen. Ich habe immer noch meinen PJ an. Ich hatte eigentlich das passende Oberteil letztens an, aber ich habe in der Nacht so geschwitzt, dass ich aufgestanden bin und ein anderes Oberteil angezogen habe. Was mich total heute ärgert, ist, dass ich keinen Sport gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend es schaffen werde, Sport zu machen. Ich denke, also beim Sport ist es immer so, dass man sich das als Priorität irgendwie so... Stehst du jetzt oder? Ich weiß nicht. Also das Ding ist, ich könnte auch sagen, boah, ich will heute Abend nur noch schneiden und das war's. Aber wann soll ich noch Sport machen? Also mal gucken, wie ich das jetzt heute mache. Oder ob ich es einfach auf morgen schiebe. Aber ich habe halt gestern auch keinen Sport gemacht. Und ich sehe, dass es Ergebnisse zeigt. Und mein Orthopäde hat übrigens gestern zu mir gesagt, ich muss dringend meine Bauchtiefenmuskulatur trainieren. Meine Bauchmuskeln sind damit beschäftigt, meine Wirbelsäule zu stärken, was nicht deren Aufgabe ist, weil ich nicht oft gerade stehe. Also vor allem haben sie mich ja gestern abgemessen und so wie so ein EKG, aber nur um zu gucken, wie meine Haltung ist. Und sie meinten, ich verlagere mein Gewicht ganz oft auf mein rechtes Bein und meine Hüfte ist um 4 mm praktisch verschoben. Ab 5 mm wird es kritisch, dann muss man dann daran arbeiten. Aber sie hat dann nochmal eine neue Messung gemacht, indem ich komplett aufrecht und gerade stehe. Und dann war meine Hüfte nur noch um 3 mm verschoben. Wisst ihr, was ich meine? Also es geht ganz oft auch um die Haltung. Und dann meinte unbedingt die Tiefenmuskulatur der Bauchmuskeln trainieren. Und vielleicht mache ich nachher auch nur das, weil dabei schwitze ich nicht so ganz so extrem wie bei einem High-Intensity-Workout zum Beispiel. Und könnte mir dann einfach nur kurz den Körper abwaschen und dann halt die Haare morgen, wenn ich morgen nochmal Sport mache. Also so ein bisschen Kompromisse eingehen. Ihr könnt das auf jeden Fall mit dem Sport. Ich sage euch das auch immer wieder und blende das auch immer wieder ein und erzähle euch immer wieder davon, weil ich möchte, dass ihr das auch macht. Und ich motiviere euch zum Essen machen, zum gesund sich ernähren, zum Shoppen, keine Ahnung, zum allem Möglichen. Aber ich möchte das auch sehr, sehr gerne beim Sport, weil der Sommer wird kommen. Selbst wenn wir in Quarantäne sind. Und ich mache ja auch gerade noch dieses 16:8 Fasten, weil mein Trainer mir das empfohlen hatte, weil ich unbedingt meinen unteren Bauch
mein Unterbauchfett reduzieren will. Ich habe da nicht so viel Fett, aber dieses ganz bisschen ist so super hartnäckig und ich will das einfach komplett loswerden. Und er meint, das geht sehr gut mit dem 16:8 Fasten, weil er hat mir das ganz so gut erklärt. Ich kann euch das mal kurz anhand eines Beispiels zeigen. Seht ihr das? Also ab 4 Stunden sinkt der Insulinspiegel, wenn man nichts isst. Dann ab 8 Stunden Blutzucker normalisiert sich. Bis zur 10. Stunde beginnt die Fettverbrennung. Bis zur 12. Stunde Ketose startet, genau. Und von 12 bis 16 Immunzellenregeneration. Meine Kopfhaut schuppt übrigens immer noch. Ich habe erstmal gedacht, dass das von der Mermaid in Me Maske kommt, aber ich glaube, dass es vom Stress kommt, weil diese ganze Zeit mich tatsächlich stresst. Also mir macht diese Situation, wie wird es danach, wann hört das Ganze auf und so weiter, das stresst mich schon alles so ein bisschen. Ich nehme das Trockenshampoo gerne einfach erstmal an die Haare und gucke dann Stück für Stück, wie es reicht. Ich habe es auch nicht öfter als sonst benutzt, so dass man sagen kann, okay, dieses Schuppen kommt davon. Ich habe auch eigentlich nicht zwischendurch einen Shampoo-Wechsel gemacht oder sowas. Ganz viele haben auch nach meinem Schmuck gefragt, ob ich mal eine Schmucksammlung mache oder ob ich mal meinen Schmuck zeigen kann. Ich werde das mal zeigen. Ich glaube, das wird in meinem nächsten Vlog passieren und nicht in diesem Vlog, weil ich glaube, in diesem Vlog ist es einfach zu knapp mit der Zeit. Wir haben jetzt schon 15.35 Uhr und ich glaube, das wird nichts mit dem zu lange Vloggen, sonst kommt das Video einfach zu spät online. Oh, ich habe heute mein MSM-Puder noch gar nicht, Pulver noch gar nicht, Puder noch gar nicht genommen und meine Zinktablette auch nicht. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hoch, gucken mal nach dem H&M-Paket, ne? So, das Wasser habe ich abkühlen lassen und habe das dann einfach drüber gekippt. Also es ist jetzt nicht kühl, aber ich kann es einfach trinken ohne es. Also es ist nicht heiß, ne? Also Vitamin C ist so nicht kaputt gegangen. Habe mir einen Stuhl hingestellt. Ich zeige euch jetzt mal meine Bestellung, die ich getätigt habe. Boah, ich muss noch Fotos machen. Ich habe nichts zum Posten, Leute, auf Insta. Das ist so ein Sommersprossen-Dings. Oh mein Gott, ist das klein! Guck mal bitte, wie klein das ist. Oh mein Gott, wie süß. Oh, wie süß. Guck mal, wie mini das ist. Und dann kamen noch 3 kleine Päckchen an. Too Faced hat eine Mr. Cover Up Perfect Concealer Brush geschickt. Da drin ist das. Ich glaube, ein Instant Concealer in der Farbe Peanut Butter. Ich glaube, so wie das klingt, ist mir das schon zu dunkel. Sehr dunkel, also das kann ich nicht unter meine Augen geben. Oh no, da muss ich auf jeden Fall Too Faced schreiben, dass sie für die nächsten Male meine richtigen Shades haben, weil mir leider Too Faced immer zu dunkle Farben schickt. Oh ja! Yeah. Oh wow! Wow, guck mal, das sind so Untersetzer für Tee und sowas. Die sind auch alle in etwa gleich groß, sodass man die gut übereinander legen kann. Die sind aber alle unterschiedlich. Guck mal, der hier ist zum Beispiel in der Mitte so. Und dann hatte ich auch gesagt, dass ich braun auch sehr schön finde, aber ich habe eigentlich gedacht, entweder oder, und sie hat mir beides gemacht. Auch sehr schön, wenn man da so schön Kaffee drauf serviert und dann so eine kleine Schokolade drauflegt. Und last but not least vor dem H&M-Paket. Oh, das ist auch von ihr. Boah, sie hat es einfach zu viel gemacht. Boah, krass, das sieht ja richtig heftig aus von hinten auch. Liebe Tara, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dir gefällt meine Gesamtauswahl. Handgemacht, kein Stück sieht aus wie das andere. Das ist ja klar, ne? Wenn es handgemacht, wenn es halt alles handgemacht ist, dann kann man nicht dasselbe 1000 Mal machen. Voll süß, wenn man so Obst zum Beispiel drauf dekoriert, obwohl da steht, direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Wahrscheinlich, weil es vielleicht abfärbt oder so. Mir macht sowas nichts. Für mich darf, viele sagen ja auch, mach keinen Parkettboden. Das verändert sich oder das färbt sich bei, je nachdem, bei Lichteinstrahlung färbt sich das heller oder bleicht aus oder in der Küche Wasserspuren oder Ölflecken und so, man kriegt das nicht raus. Mir ist das egal. Von mir aus können die Sachen leben, weil das ist ja, also, ne? Wow, guck mal, auf einer Seite ist das so glänzend und auf der anderen Seite ist das komplett matt. Und jetzt stellt euch da mal so Himbeeren und so Erdbeeren und sowas drauf vor. Oder man kann so eine coole Käse
Geschichte drauf machen, so Käseplatte, würde ich, glaube ich, auf der glänzenden Seite lieber machen. Aber sie rät davon ab, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Verlinke ich euch gerne in die Infobox, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Wenn ihr sie auch unterstützen möchtet, würde ich mich auch sehr darüber freuen. So sieht das aus, wie gesagt. Sieht ein bisschen aus wie Marmor. Voll schön. Man kann das auch so als Dings nehmen und dann drüber eine Vase mit Blumen. Das würde auch sehr, sehr schön aussehen. Oh, ups. Hey, Socken habe ich bestellt. Das ist ganz praktisch jetzt, wenn der Sommer kommt und wenn man diese Sneaker-Dinger bestellt. Diese Low-Cut-Socks. Aber die haben Silikon hinten dran, sprich, das rutscht nicht einfach wieder ab. Klamotten zeige ich euch gleich, weil ich will die euch hier angezogen zeigen. Deswegen erstmal die Deko. Ich habe hier eine Kerze bestellt, weil ich hatte, ich muss jetzt gleich Blumen kaufen gehen. Ach nee, heute ist ein Feiertag. Ich muss morgen Blumen kaufen gehen und sie platt machen in einem Buch, weil die, ich habe auf einer Deko-Seite gesehen von Stilbruch. Stilbruch Living heißt, sie hat eine sehr schöne Home-Seite, so Interior-Seite. Und sie hat gezeigt, wie sie so eine Kerze umgestaltet mit Blüten. Sie hat einfach so ihren Pinsel in Kerzenwachs getunkt und dann die Blüte praktisch auf ihre Kerze damit geklebt. Das sah unglaublich schön aus. Deswegen habe ich mir bei H&M Kerzen bestellt. Das sind einfach so Stumpfkerzen, diesen Matt. Da werde ich auch ein Do-It-Yourself machen. Inspired by Stilbruch Living. So eine süße, liebe Maus, echt. Ganz viele haben auch gesagt, sie haben gar nichts von meinem Home-Account mitbekommen. Der heißt TamTams Home, der Account. Dann habe ich mir noch eine Vase, Dann habe ich mir noch eine Kerze bestellt für meine Küche. Und zwar Wild Mint Scented Candle. Minze, glaube ich, passt ganz gut in die Küche. Riecht so ein bisschen minzig-blumig. Riecht schön blumig sogar. Sieht auch schön aus in dieser mintfarbenen Dings. Ich würde gerne meine Küche so ein bisschen mehr minty machen für den Frühling. Was haben wir noch? Nochmal schwarze Socken, aber keine so kurzen Socken, sondern normale. Boah, die sehen groß aus. 39 bis 41. Aber die gehen bei mir im Trockner immer ein. Deswegen habe ich eine Nummer größer genommen. Ich trage eigentlich eine 38 in den Füßen. Und hier ist noch ein, ich glaube, das ist ein T-Shirt-Kleid. Das habe ich bestellt. Ah, ja. Ich habe noch so ein Tablett bestellt. Genau. Ich habe so ein ähnliches bei Zara Home schon mal, ach Quatsch, bei H&M Home schon mal gekauft. Und habe mir das dann jetzt nochmal so als Tablett mitgenommen. Also ich habe so eine, wie so eine Platte in der Küche davon. Und jetzt habe ich es praktisch als Tablett. Und ich dachte, wenn man das daneben stellt oder da drauf stellt, sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Das ist so ein grüner Marmorstein. Das ist auch echtes Marmor, glaube ich, ja. Und ist sehr schwer und wunderschön. Gleich bin ich im Karton. Wow! Sie ist so schön. Wow! Sie ist traumhaft schön. So, die ist weiß mit so braunen Details. Und stellt euch jetzt mal hier getrocknete Pflanzen vor. So ein schönen Pampasgras oder so ein, also was Braunes getrocknetes eher als was Weißes. Ich habe euch auch eine ganze Liste zu meinen getrockneten Pflanzen in meinem Home-Account gepackt, damit ihr gucken könnt, wie heißen die überhaupt. Damit man beim Blumen, beim Floristen einfach fragen kann, haben sie das und das, wo man weiß ja nie, wie man das so ansprechen soll. Was ich übrigens beim Floristen auch immer sehr gerne sage, ist, welche Pflanze trocknet schön und verblüht nicht. Weil die verblühen, die verblühen halt, die trocknen halt nicht so schön. Oh mein Gott, sie ist wunderschön. Also jetzt so gegen, mit dem Licht ist das ein bisschen, aber oh ja, jetzt erkennt man sie richtig schön. Guck mal, sie ist bildschön. Sie sieht aus wie eine große Koralle. Sie würde auch sehr schön in der Vitrine aussehen. Das ist leer. So, ich versuche euch jetzt die Outfits zu zeigen hier. Alone. Unten ist es so dunkel, deswegen bin ich oben geblieben. Das ist ein T-Shirt-Kleid. Wo soll ich hin? So, das geht ungefähr so. Lange, also ein bisschen über die Knie. Ich mache es mal ein bisschen länger runter, dann seht ihr es ein bisschen besser. Schönes T-Shirt-Kleid, fühlt sich übrigens sehr weich an, weil es so ein schöner Baumwollstoff ist. Und kann man einfach chillig tragen. Mit Sneakers ist man da relativ schnell fertig. Und es ist eigentlich ein schöner Stoff, der eigentlich ganz gut ist, weil ich habe ein dunkles Höschen an und man sieht das nicht durch, was ich sehr cool finde. Weil normalerweise muss man immer so super aufpassen, was man jetzt mit weiß trägt, weil man sieht ja immer alles darunter durch.
Aber dadurch, dass es so ein kleines bisschen Beige-Anteil hat und so ein dicker Baumwollstoff ist, sieht man eigentlich nichts durch, oder? Werde ich beim Schneiden dann sehen, ob das stimmt oder nicht. Aber ja, gefällt mir sehr gut. Vor allem kann man das cool auch süß machen mit so einem Gürtel. Oder man trägt das voll lässig mit so einer Umhängetasche und einfach Sneakers. So, nächstes Kleid, Leute. Das ist richtig schön. Ich habe es jetzt in S. Hätte ich es in XS genommen, hätte es wahrscheinlich hier oben rum nicht gepasst. Aber was ich wahrscheinlich machen werde, ist, dass ein kleines bisschen hier beim Schneider noch taillierter zu machen. Nur so ein ganz kleines bisschen, weil mich das ein bisschen stört. Aber auch an den Armen sitzt halt perfekt. Ne? Wenn ich jetzt XS nehmen würde, würde mich das komplett einschnüren. Richtig schön. Ich mag von diesen Stoffen habe ich bei H&M schon 3 Kleider, glaube ich, gekauft. Dieses braune, wonach ihr auch immer fragt. Ein gelbes und ich glaube noch ein orangenes. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr edel. Kann man perfekt zu egal was tragen. Egal was. Und es hat hier vorne so einen schönen Cutout oder so an den Beinen. Hier, seht ihr das? Hier hat so einen schönen Cutout. Ja. Aber nur wenn man läuft, könnte das zur Seite gehen, ansonsten tut es es nicht. Es ist ein kleines bisschen transparent, also passt auf, was ihr drunter trägt, weil vorne nicht, aber hinten ist es so einlagig. Oben an der Brust ist es zweilagig, was sehr gut ist, aber unten ist es dann schon, also es ist auch so ein Kleid, was man durchaus im Sommer tragen kann, weil es nicht zu heiß ist. Es ist so ein leichter Stoff und es ist nicht überall doppelt und so weiter, aber man kann auch eine Strumpfhose tragen und dann das Ganze dann im Winter, Herbst und so weiter tragen. Auch die Ärmel hier oben gefallen mir richtig gut. Aber schön, auch hier diese Details gefallen mir sehr gut. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde das hier so ein kleines bisschen noch anpassen lassen. Was sagt ihr? So, dann erstmal dieses Oberteil. Hat einen sehr schönen Ausschnitt. Ist auch was anderes. Ist nicht so gerade oder off-shoulder oder so. Aber es ist so ein Side-Shoulder Dekolleté, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich sollte darunter auf jeden Fall was anderes tragen. Finde ich sehr schön, sitzt aber an den Armen sehr, sehr eng. Warum habe ich nicht S genommen? Ist ja wahrscheinlich angenehmer geworden. Und dann noch dieser Rock. Der ist auch ein kleines bisschen transparent, weil ich sehe die Endung des Oberteils. Ein bisschen. Aber es ist richtig schön. Es ist so ein schönes Flieder, was dieses Jahr mich voll gekriegt hat. Ich stelle mich nochmal hier oben drauf. Ihr sehen könnt, wie lang der ist. Der ist so, der hat so eine Midi-Länge, je nachdem wie hoch ihr den zieht. Ihr könnt ihn natürlich auch weiter unten tragen, dann geht er fast bis zum Boden. Ich habe das Ganze einmal so ein bisschen aufgestylt, um zu gucken, wie das aussehen könnte und ob ich ihn behalten würde. Und ich glaube, das sieht ganz cool aus mit diesem lilanen Hemd. Das habe ich auch bei Macy's gekauft, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Das sieht richtig schön aus, so ein bisschen Vintage und wie gesagt, meinen Schmuck zeige ich euch noch in aller Ruhe. Ich mache auf jeden Fall einen Vlog, fange den direkt nach diesem an und zeige euch in Ruhe meinen Schmuck und wir sortieren das Ganze und dann zeige ich euch, worauf es eigentlich beim Schmuck ankommt, wie das cool aussehen kann und so weiter. Aber das hier, also jetzt ohne meine Schlappen, ne, aber das hier ist der Look. Es könnte ganz cool aussehen mit vielleicht nudefarbenen Heels. Sieht schön aus. Der Rock hat auch so ein was Fliegendes, so Leichtes. Ihr findet alle Sachen, die ich mir ausgesucht habe und gekauft habe, in der Infobox auf jeden Fall verlinkt. Und ja, jetzt glaube ich, werde ich einfach mal anfangen, diesen Vlog zu schneiden, weil wir haben jetzt schon 16.30 Uhr und ich muss definitiv noch Fotos mit dem Selbstauslöser machen, weil ich brauche safe Fotos für Instagram. Ich habe einfach keine mehr. Maya ist eine Woche noch bei ihrer Mama. Wenn sie dann wieder da ist, hoffe ich, dass wir uns dann auf Abstand treffen können und ein paar Fotos draußen machen können. Ich hoffe, in der Woche ist das Ganze so ein bisschen, hat sich das Ganze so ein bisschen mehr beruhigt. Ja, und jetzt hoffe ich, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten am Montag wieder. Tschüssi!